Hol deinem Kind und dir die volle Ladung Ab ins Bett mit Ab ins Bett Premium. Du erhältst die neueste Folge einen Tag vorab, außerdem ist alles werbefrei und du supportest mich und diesen Podcast damit, damit es weiterhin die tägliche Gute-Nacht-Geschichte gibt. Ab ins Bett Premium, jetzt bei Spotify und bei Apple Podcasts für weniger als 5 Euro im Monat. Dankeschön. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco und heute kommt die 679. Gute-Nacht-Geschichte. Und bevor die kommt, kommt das Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Eieieiei. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch dort eine ganz bequeme Position. Und heute, am Dienstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 679. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstagabend, den 5. Juli. Anton und das abgefahrene Skateboard. Anton ist ein ganz normaler Junge. Anton freut sich auf diesen Tag heute. Der Dienstag heute ist nämlich für ihn ein ganz besonderer Tag. Es ist nicht irgendein Tag, denn der 5. Juli ist Antons Geburtstag. Dass es Dienstag ist, das ist Anton egal. Geburtstag feiern wäre auch am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder auch an einem anderen Tag schön, wenn es denn noch einen anderen Tag gäbe. Nachdem es aber nicht mehr Tage gibt, bleibt nur dieser Dienstag übrig für einen hoffentlich schönen Geburtstag. Es wird ein schöner Tag für Anton. Seine Familie feiert mit ihm gemeinsam und seine besten Freunde und Freundinnen kommen und sie feiern einen großen Kindergeburtstag. Mit allem, was dazugehört. Leckeren Kuchen, dem Ausblasen einer Kerze, Topfschlagen und am Ende gab es sogar noch eine Kissenschlacht. Die meiste Freude hat Anton allerdings mit einem Geschenk seiner Eltern. Anton hat sich ein Skateboard gewünscht. Und er hat es tatsächlich bekommen. Ein Skateboard. Davon träumt Anton schon lang. In seiner Nachbarschaft hat er schon häufiger andere Jungs und Mädchen auf einem Skateboard fahren sehen. Und das fand er so toll, dass er es auch probieren möchte. Bisher stand Anton noch nie auf einem Skateboard. Und heute war auch keine Zeit, das wirklich auszuprobieren. Denn der Kuchen musste gegessen werden. Die Kerze wollte ausgeblasen werden. Topfschlagen wollte gespielt werden. Und die Kissenschlacht am Abend war ja auch noch. Wie sollte man da denn auch noch Skateboard fahren, wenn so viele Freunde, Freundinnen und die ganze Familie da ist? Das Skateboard, das wartet aber. Das weiß Anton. Abends ist Anton müde. Er liegt im Bett. Er denkt über den Tag nach und er freut sich über die schönen Dinge, die er heute erlebt hat. Die wunderschöne Geburtstagsfeier mit dem äußerst leckeren Kuchen. Es war ein Regenbogenkuchen mit einer großen Kerze obendrauf. Und er hat nicht nur Anton geschmeckt, sondern den anderen Gästen auch. Und es gab so viele schöne Erlebnisse, dass Anton darüber so müde wird und einfach einschläft mit vielen positiven Gedanken. Und im Schlaf, da träumt er von dem besten Geschenk, über das er sich wirklich gefreut hat. Von seinem Skateboard. Nun hält es Anton nicht mehr aus, bis zum morgigen Tag zu warten. Bis morgen warten, um Skateboard zu fahren. Das kann nicht sein. Direkt neben Antons Haus ist ein kleiner Park. Und in diesem Park ist eine Skateanlage. Dort hat Anton die Idee bekommen, dass er auch einmal Skateboard fahren möchte. Denn dort beobachtet er die anderen Kinder, wie sie mit dem Skateboard in einer kleinen Röhre hin und her fahren. Und das findet Anton richtig spannend. Dort kann man Kunststückchen üben oder einfach hin und her fahren. Anton hat das Skateboard direkt vor seinen Füßen. Er ist ziemlich aufgeregt, denn es ist das erste Mal, dass er auf dem Brett stehen wird.
Seine Hände sind ganz feucht und er weiß gar nicht so recht, was er tun soll. Dann steigt Anton auf, schubst sich mit einem Bein etwas ab und stellt nun beide Beine auf das Skateboard. Und es ist wie verrückt und abgefahren. Es klappt alles sofort gut. Anton weiß sogar, wie er sich vorwärts bewegt, wie er sich richtig auf dem Skateboard hält und von rechts nach links lenkt. Das ist spannend. Anton scheint ein Naturtalent zu sein. Das Skateboard gehorcht auf Antons Gedanken. Die beiden bilden eine richtig gute Einheit, obwohl sie noch nie etwas miteinander zu tun hatten. Anton hat es ja gerade am Dienstag geschenkt bekommen. Aber es macht ihm Spaß. Anton versucht nun sogar erste kleine Kunststückchen auf dem Skateboard zu machen. Und siehe da, es gelingt sogar. Ein leichtes Hochhopsen und wieder auf dem Skateboard landen. Es sieht so gut aus, dass sogar die Besucher im Park, die Anton beobachten, auf einmal anfangen zu applaudieren und zu klatschen. Anton und das Skateboard sind eine abgefahrene Einheit. Anton ist sich nun sicher, dass dies das beste Geschenk ist, das es jemals gab und jemals geben wird. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. So ein abgefahrenes Skateboard, mit dem man schon im Traum so viel Spaß hat. Wie soll es da denn erst in Wirklichkeit sein? Anton weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen 18 Uhr. Ab ins Bett.net.